Der verborgene Stern der Unterwelt. Oh, 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 Brian. Ich hör's. Hä? Was? Was hat der für Beine? Ach, guck mal, wisst ihr, wer das ist? Aus dem ersten Teil. Zeit für ein Tänzchen, Gnefrau. Immer nach den Damen. Werdet ihr mich Kiel holen? Ja, zum Teufel, aber sei guter Dinge. Als Entschädigung wirst du den mutigsten Edelmann kennenlernen, der jemals das die ist doch, wie hieß er denn? Unheilsfahne hieß. Der vor der Voodoo-Tante da. Gesundheit. Ach, wie hieß er denn? Och, ich komme nicht auf den Namen. Kapitän, der Engländer ist bereit. Und das ist einer von den genau Ganoven gewesen. Aus dem ersten Teil. Kuscheln an und verschwinde. Der träumt das nur. Der Schein mag trügen, doch ihr befindet euch mir gegenüber deutlich im Vorteil. Angesichts der Tatsache, dass ich euch weder meinen Namen noch meine Herkunft und meinen Rang vorenthalte, muss ich feststellen, dass mir die eurigen unbekannt sind. Genau, das war der Sheriff geworden ist. Unflätiger Engländer. Oder ich spieße deinen widerwärtigen Bauch mit einem Viertel Stahl auf. Mit einem Viertel nur? Ich habe Bauch für einen kompletten Stahl. Mein Name ist Brushin Baskov. Was? Gebürtig aus York. Aus dem neuen York, versteht sich. Es ist mir eine Ehre, Don Brushin. Hättet ihr die Güte, mir zu erläutern, aus welchen Beweggründen ihr mein berühmtes Schiff geentert habt? Von diesem absonderlichen und minderwertigen rot-weißen Boot aus, das statt einer Fahne einen Metallhaken führt? Euer Schiff geentert? Ich? Aber nicht doch. Ich habe vor, Pirat zu werden und auf der Orion anzuheuern. Mein Herr, erlaubt mir diese letzte Behauptung in Zweifel zu ziehen. Ihr werdet nicht der erste Spion, den euer räudiges Ketzerland gegen mich ausgesandt hätte. Es gibt sogar ein Schiff namens Interfector, das die englische Krone zwecks meiner Verfolgung ausgesandt hat. Das wird von der Orion gewiss schneller versenkt, als ein Hahn krähen kann. In London erzählt man sich, dass der Macht des Kapitäns Malantunius und seines verborgenen Sterns der Unterwelt nichts ebenbürtig sei. Ah, ja? Wenn ihr mir nähere Auskunft geben könntet, mein Herr. Was sagt man in den englischen Tavernen noch über mich? Ui, alles Mögliche. Natürlich nur Gutes. Mönche bekreuzigen sich, da sie glauben, dass ihr ein Teufel seid, welcher der Unterwelt entronnen ist. Junge Frauen seufzen derart, dass man meinen könnte, sie träumten von engelsgleichen Jünglingen. Und ihre Ehemänner bestätigen, dass es ihnen eine Ehre wäre, die Hörner zu tragen, wenn Don Inigo de... Kapitän! Unbekanntes schwimmendes Objekt, 3 Meilen Steuerbord voraus. Zum Teufel, ein Uso. Entschuldigt mein taktloses Verhalten, Don Brushin. Doch tiefgründige Geschäfte verlangen meine Aufmerksamkeit. Macht es euch gemütlich und seid so freundlich, meine Rückkehr abzuwarten. Dann werde ich mit größtem Vergnügen euren weiteren Neuigkeiten aus London lauschen. Ja, ich glaube nicht, dass ich davon sehr berührt sein werde. Du Russenhund, Prost. Warte vor der Tür. Du bürgst mit deinem erbärmlichen Leben für den Gefangenen. Zu Befehl, Kapitän. Also, meine Lage ist nicht gerade rosig, aber immerhin habe ich es geschafft, an Bord der Orion zu kommen. Wenn die Besatzung der Interfector meine Befehle befolgt, wird sie die Orion noch heute Nachmittag angreifen. Also bleiben mir noch mehrere Stunden Zeit, um mich von diesen Fußschellen zu befreien, den verborgenen Stern der Unterwelt zu finden, das Chaos der ersten Kanonenschüsse zu nutzen, um mit einem Boot zu fliehen, zur Interfector zurückzukehren und von dort aus das Versenken der Orion zu leiten. Bei Gott, das ist kein geringes Tagewerk, also muss ich mich beeilen, wenn ich nicht als Fischfutter enden möchte. Halt die Klappe, elender Hund. Der ist schon eingeschüchtert. Jetzt kann ich mich in aller Ruhe meinen Geschäften mit Teufelshund widmen. Das ist eindeutig eine Anspielung auf Guybrush Threepwood. Ich möchte Pirat werden, Brushian. Ja, definitiv. Oh Gott, und dann die ganze Zeit die Geräusche dahinter. Da haben wir hier den Vogel von der Tiki-Bar.
als euer Kapitän. So, jetzt wird's spannend hier. Was haben wir denn hier? Mal schauen. Ein einfacher Mechanismus. Zwei Halbkreise aus Eisen, die durch ein mobiles Scharnier auf einer Seite verbunden sind. Leider sind sie so weit innen, dass niemand sie herausholen kann. Und auf der anderen Seite ein Riegel, durch den fetter Hund einen Nagel getrieben hat, um zu verhindern, dass ihn jemand öffnet. Okay, hier vorne ist ein Nagel. Der scheint nur dort zu hängen, um alle zu verärgern, die nahe daran vorbeigehen. Den nehmen wir mit. Von hier aus? Ja, was haben wir denn? Wir haben nichts. Sie ist auch eine Gefangene. Was zum Teufel schreibt sie bloß so inbrünstig? Ihr Tagebuch. Sie scheint auch eine Gefangene zu sein. Vielleicht kann ich Sie mit etwas galanter Gesprächsführung dazu überreden, mir zu helfen. Gnädige Frau, es ist mir eine Ehre. Hebt euch die schönen Worte lieber für die Haifischer auf, Monsieur Brushin. In Kürze wird man euch Kiel holen und dann werdet ihr deren Gunst mehr brauchen als die meine. Ich bezweifle, dass die Haifische ihre Freude an meinem grätenartigen Körper hätten, aber das steht hier nicht zur Diskussion. Ihr seid gefangen, genau wie ich. Vielleicht finden wir zusammen eine Möglichkeit, lebend von der Orion zu fliehen. Sehr einfallsreich, Monsieur Brushin. Habt ihr schon einen Plan? Naja, so sieht es aus. Früher oder später werde ich einen haben. Doch bis dahin, verratet mir Lady... Camille. Mademoiselle Camille Le Bouvier. Le Bouvier. Ah, Le Bouvier. Ich glaube nicht, dass Malantounesse mich Kiel holen lässt. Was tut ihr an Bord dieses Schiffes? Was tut ihr an Bord dieses Schiffes? Als Malantounesse das letzte Mal auf der Schildkröteninsel war, rief er einen Wettbewerb um die Stelle des Schiffsjungen aus. Ihr dürftet unschwer erraten, wer den Wettbewerb gewonnen oh hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein Wettbewerb? Er bestand aus verschiedenen Geschicklichkeitsproben. Dem Duell der Beleidigungen, dem Raub diverser Götzenbilder und am wichtigsten Monkey Island 1. Monkey Island 1. Man musste eine Golddublone finden. Ich entdeckte sie im Korbgeflecht eines mit Schokolade gefüllten Gefäßes. Verflucht sei die Stunde, in der dies geschah. Ich habe noch nie von einem weiblichen Schiffsjungen gehört. Das waren die drei Prüfungen bei Monkey Island 1. Und noch viel weniger Malantounesse. Daher nahm ich als Junge verkleidet am Wettbewerb teil. Sie haben mich nicht entlarvt, bis wir auf hoher See waren. Und ich bin aus reinem Zufall mit dem Leben davongekommen. Darf ich euch fragen, wie eure Weiblichkeit denn entdeckt wurde, wenn die Frage nicht zu indiskret ist? Das ist es. Aber ich werde mich bemühen, euch zu antworten, ohne auf Anstand und Höflichkeit zu verzichten. Malantounesse, der von Zahlen und Buchstaben genauso viel versteht wie von Würde und Ehre, hegte den Gedanken, seine Memoiren aufzuschreiben und rief zu diesem Zweck seine Mannschaft zusammen. Aber nur ich kannte das Alphabet. Und so baten sie mich darum, es vorzuführen. Wie habt ihr euch gerettet, als Malantounesse die List entdeckte? Malantounesse streichelte seinen Schnurrbart und rief seinen Männern zu: Fortuna ist euch hold, ihr Süßwasserhunde. Stellt mit ihrer an, was ihr wollt. Die Besatzung drängte sich mit blutunterlaufenen Augen um mich. Blut in den Augen und noch woanders. Ja. Im letzten Moment zog ich einen kleinen Dolch, den ich im Stiefel aufbewahrte und... Eine haarsträubende, fast biblische Geschichte, Milady. Doch reden wir über andere Dinge. Und was war daran so schwierig? Ich sehe doch, wie ihr die Tinte befeuchtet und in euer Heft schreibt. Ihr müsst eine inbrünstige Schreiberin sein. Das Problem, Monsieur Brushin, bestand darin, dass es keine Tinte an Bord gab und ich weigerte mich auszuführen, was von mir verlangt wurde, nämlich meinen Namen nach Art der Betrunkenen zu schreiben. Ihr wisst schon, wie. Viel Grog trinken, bis das Platzen der Blase unweigerlich bevorsteht, dann die Hose herunterlassen, zielen und... Bei Gott, Milady! Fahrt nicht fort! Ich kann mir die Szene zu bildhaft vorstellen. Ihr botet ihnen die Stirn, Verehrte. Das wäre mir schlecht bekommen, Monsieur. Ich kniete mich einfach nur hin und schrieb mit dem Dolch auf die Decksbohlen. Als Malantounesse meine Geschwindigkeit beim Schreiben sah, ließ er mich zu sich führen. Seitdem verbringe ich meine Tage hier und schreibe in Ketten seine wundersamen Ungeheuerlichkeiten auf, die er mir über sein grausames Leben diktiert. Ich glaube nicht, dass Malantounesse mich Kiel holen lässt. Der bemitleidenswerte Herr findet großen Gefallen an mir. Glaubt, was ihr wollt. Doch eure Knochen werden in den Tiefen des Pazifiks verschwinden. Oh ja, so eine glatte Haut und so mager, dass nicht einmal ein ausgehungerter Wurm etwas davon hätte. Und wenn ich anfange zu heulen? Monsieur Brushin, ich kenne Malantounesse gut genug, um behaupten zu können, dass man nicht die geringste Spur Menschlichkeit von ihm erwarten kann.
Wenn er eurer Lügengeschichten überdrüssig wird, dürfte er euch ohne Zeit für Bekenntnisse ins Meer werfen. Ihr könnt noch von Glück reden, wenn er euch nicht vorher foltert. Okay. Er wird mir doch aber wenigstens eine reichhaltige Henkersmahlzeit zugestehen, oder? Verlasst euch nicht darauf. Vor einigen Jahren hat ein Gefangener eingeweide Transalpiner Mücke an Soufflé von wildem Pfeffer aus Atlantis bestellt. Und da sein Wunsch nicht erfüllt werden konnte, ist er noch heute am Leben. Seitdem hat sich für die Henkersmahlzeit eine Speisekarte durchgesetzt, deren einzige Wahlmöglichkeit darin besteht, die Art des Einführens in den Verdauungstrakt zu bestimmen. Oh. Wenn es Schwertfisch mit Paprika sein sollte, empfehle ich den oralen Weg. Warum? Wegen der Spitze nach vorn oder was? Aber er wird mir doch einen letzten Wunsch erfüllen, bevor er mich den Haien zum Fraß vorwirft, nicht wahr? Und was würdet ihr erbitten? Ich warne euch. Das beliebte "Ich wünsche nicht, den Haifischen zum Fraß vorgeworfen zu werden und dass alles, was ihr mir antut, zuvörderst am Kapitän ausprobiert werde", wurde vor einigen Monaten durch die Gesetzgebung der Schildkröteninsel aufgehoben. Also zur Hölle mit meiner Strategie. Dieses Gesprächsthema ist zu makaber für eine Dame. Das könnt ihr wohl sagen. Seid ihr auf dem Laufenden bezüglich der dunklen Saga, die über Malantunius erzählt wird? Selbstverständlich, Monsieur. Die Klatschkolumnen ganz Europas und der neuen Welt kochen über vor erlogenen Geschichten über seinen Zweikampf mit dem Teufel, seinen Stern der Unterwelt, seine Unschlagbarkeit und sogar seine angebliche Unsterblichkeit. Glaubt ihr, dass Malantunius den Teufel herausforderte und besiegte? So etwas ist unwahrscheinlich, Monsieur. Aber sagen wir mal so: Sein Hochmut und seine Grausamkeit sind derart extrem, dass er, sollte er jemals dem Teufel selbst begegnen, es nicht ertragen würde, weniger bösartig und verdorben zu sein als jener. Er würde ihn mit einem Stück Stahl zwischen den Rippen in die Hölle zurückschicken. Ist etwas an den Gerüchten über seine Unsterblichkeit dran? Etwas schon, aber nicht viel. Es ist bekannt, dass Malantonius schon 60 lange Herbste zählt. Doch zweifelsohne sieht sein Gesicht nicht älter aus als 40 Sommer. Mhm. Sind dann 40 Sommer so viel wie 60 Herbste? Ist er wahrhaftig unschlagbar oder glaubt ihr, dass er besiegt werden kann? Mich dünkt, das wäre ein sehr schwieriges Unterfangen, Monsieur. Vor weniger als 3 Monaten griff ein Konvoi aus 12 bewaffneten Galeonen überraschend die Orion an. Über die 12 Schiffe machen sich mittlerweile die Unterwassertiere her. Unser Schiff hingegen musste lediglich die Verletzung eines neuen Mannschaftsmitglieds verzeichnen, das sich aus Versehen in den Fuß geschossen hatte. Was ist Wahres an der Geschichte des verborgenen Sterns? Viel mehr, als ihr ahnt, Monsieur, wenn man davon ausgeht, mit welchem Eifer Malantonius ihn bewacht. Und noch etwas. Ich sah mit eigenen Augen, wie sich eine fast verlorene Schlacht noch in einen Sieg umwandelte, nachdem der Kapitän den leuchtenden Talisman an die Galionsfigur gehängt hatte. Aha, immer ich hatte nur nicht dann viel vom Aberglauben. Aber es ist offensichtlich, dass der Stern etwas an sich hat, das über die menschliche Vorstellungskraft hinausgeht. Er hängt ihn immer nur dann an, wenn er es braucht. Ansonsten ist er nicht da. Also finden wir ihn mit Sicherheit. Welchen Ursprungs ist der Stern? Beim Glauben des Inquisitors, das weiß ich nicht, Monsieur. Malantonius behauptet, dass er zur Hölle hinabgestiegen sei, den 7-schwänzigen Drachen aufgespießt habe, der ihr Tor bewachte, den Teufel mit einem Degenstich besiegt habe und von dort mit dem Stern im Besitz geflohen sei. Doch war es mir nicht gegeben, sein Seemannsgarn zu glauben. Und nachdem ich ihm lange Zeit zugehört hatte, wie er dem Wortlaut seiner eigens diktierten Memoiren widersprach, begann ich zu vermuten, dass er den Stern von einem indianischen Friedhof, auf dem er in seiner Jugendzeit gewesen war, geraubt hatte. Wo, sagtet ihr gleich, könnte sich der Stern der Unterwelt verbergen? Falls er sich nicht in diesem Raum befindet, ist es am wahrscheinlichsten, dass er in der Schatzkammer liegt. Was die anderen Legenden um Malantonius angeht, lassen wir den spanischen Narren ihren Aberglauben und reden wir über Tatsachen. Fest steht, dass in Spanien die Torheit um sich greift, aber nicht weniger in eurem England oder in meinem geliebten Frankreich. Wir werden in Kürze weiterreden, Lady Camille. Wie ihr wünscht, Monsieur Brashin. Au, keinen Grog für den Knaben. So, was haben wir hier? Das ist ein Spiel für Schreiberlinge und Dienstmädchen. Jeder Pirat mit Selbstachtung spielt lieber russisches Roulette oder Weitspucken. Weitspucken.
Monkey Island 2. Können wir hier anfassen? Um derartiges zu vollbringen, müsste man beweglicher sein als die dehnbare Zunge des siebenschwänzigen Drachen. Was ist das hier? Ein Dolch? Er ist sehr hübsch, aber ziemlich stumpf. Du siehst gar nicht mit. Nein. Aufgrund einer furchtbaren Klemmung im Rücken wurde mir ärztlich untersagt, Stoßwaffen zu benutzen. Und in diese Kategorie fallen auch Dolche. Obwohl, wenn man bedenkt, dass der hier ziemlich stumpf ist und auf einem Schreibtisch vergessen wurde... Eben. Ja, man könnte sagen, dass er in Wirklichkeit nicht viel mehr als ein einfacher Brieföffner ist. Na los, rein in die Tasche. Hier sehen wir einen schönen Brieföffner. Ja, er sieht aus wie ein Dolch. Können wir damit vielleicht, Wenn die Spitze dünner wäre, würde es vielleicht klappen. Aber sie ist zu breit. Okay, was haben wir noch in der Nähe? Er wird schätzungsweise ein Viertel Aroba wiegen. Was ist denn ein Aroba? Damit breche ich mir das Kreuz. Aber na gut. Ich dachte, er sei aus wertvollem Material gefertigt. Aber es ist bloß eine Nachahmung aus verchromtem Blei, wie sie an Souvenirständen verkauft wird. Ganz schön schwer. Das wäre reine Randale und eines ehrenwerten Piraten nicht würdig. Ich mag die Details hier drüben, ja, dass man aufgrund der unterschiedlichen, sagen wir mal, optischen Darstellung des Charakters hier auch den Charakter ausgetauscht hat. Kann man aber das aufschlagen? Die Fußschellen sind zu hart, als dass es erfolgreich sein könnte. Okay, aber wir haben vielleicht was zum Werfen oder so damit. Armer Kerl. So geleckt und mit Hörnern, auf die sogar der Minotaurus von Kreta neidisch wäre. Man möge ihm den Kopf abpacken! Oder vielleicht hier? Damit würde ich gar nichts erreichen. Oder damit? Ups. Bringt mal einen neuen Krug! Ja, die Parierstange des Dolches, ich meine des Brieföffners, ist so spitzig und so fein gebogen, dass man mit ihr vielleicht den Nagel herausziehen könnte. Schade, dass ich nicht an ihn herankomme. Er könnte wirklich nützlich sein. Aber sie kommt doch ran. Verzeiht, dass ich euch belästige, Lady Camille. Bitte schön, Monsieur Brushian. Wir werden in Kürze weiterreden, Lady Camille. Wie ihr wünscht, Monsieur Brushian. Mal schauen, Allmächtiger, wenn ich doch bloß diesen Nagel entfernen könnte. Oder warte mal, können wir das vielleicht... Passt auf, Lady Camille. Oh. Es könnte sein, dass ich gleich einen Brieföffner in Form eines Dolches in eure Richtung werfe. Was verschafft mir die Ehre, Monsieur? Es kam mir in den Sinn, dass die kurvenreich gearbeitete Parierstange des Brieföffners euch dabei behilflich sein könnte, den Nagel im Pfeiler vor euch zu lösen. Und, falls dies gelänge, ihr so freundlich wäret, ihn mir im Anschluss zuzuwerfen. Ich gebe zu, dass ich den Zweck eines solchen Tauschgeschäfts nicht ganz erkenne. Doch werde ich euch den Gefallen tun. Gebt mir den Brieföffner. Passt auf, dass ihr kein Geräusch macht. Der Pirat draußen darf uns nicht hören. Ketten? Na, wenn es sein muss. Dumpfer Schlag? Ja. Spitzer Schlag? Nein. Ketten? Vielleicht. Schafft ihr es? Ich glaube, er gibt schon nach. Sag mir, Teufelshund, wirst du mich irgendwann hineinlassen? Geschafft. Fangt ihn. Nein, 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 nein! Zum... Wohin ist er gefallen? Er liegt direkt vor eurem Bein. Aber... bist du dir sicher? Ja. Scheiße! Zum heiligen Hergo. Habt ihr euch wehgetan? Ja, und wie? Am Kopf? Na! Ah! Au? Was heißt Au? Wir haben für Au doch gar nichts vereinbart. Verdammter Nagel. Ich habe ihn mir in den Unaussprechlichen gehauen. Aber der Schmerz hat sich gelohnt. Endlich habe ich ihn. Ich habe den Eindruck, dass ihr ein Mann seid, der leicht zufriedenzustellen ist, Monsieur. Ups. Wartet einen Moment. Und ihr könnt Zeugen dessen werden, was ich mit einem einfachen Nagel vollbringen kann. Eieieiei, mach nicht so viele Versprechungen, Mann. Ja, der Nagel ist dünn genug, dass ich den Riegel damit herunterdrücken könnte.
Dann könnte ich mit dem Briefbeschwerer darauf hämmern. Hoffen wir, dass der Pirat vor der Tür nichts hört. Spitzer Schlag? Ja. Kettengerassel? Natürlich. Und? Au! Mit größtem Vergnügen. Einverstanden? Das heißt, ja. Wirst du mich jetzt gnädigerweise dort hineinlassen? Psst. Sie werden uns hören. Abgemacht. Wie wäre es mit Bestechung? Was macht der da? Aha. Gut zu wissen, dass wir miteinander ins Geschäft kommen. Ja. Mit größtem Vergnügen. Ja? Beim Klabautermann habe ich mir den Knöchel gestoßen. Ich muss sagen, dein plötzlicher Stimmungsumschwung gefällt mir gut. Du belügst mich doch nicht, oder? Endlich frei. Die Ketten hießen... Wie? Was meinst du mit selbstverständlich? Beeilt euch und befreit mich auch. Glaubst du etwa, du kannst mich zum Narren halten und unversehrt entkommen? Du Sohn einer großen, kahlköpfigen Äffin. Ich werde nicht von deiner Tür weichen. Sobald du herauskommst, mach ich dich fertig. Hörst du? Und wie ich euch sage, ist es meine Pflicht, den Stern der Unterwelt zu finden, zu Interfecta zurückzukehren und die Orion zu versenken. Ich bin euch etwas schuldig. Also werde ich euch dabei helfen. Ich bin mir sicher, dass wir in Malantunies Tagebüchern, die er mir diktierte, einen Hinweis finden werden, der uns zum Stern führen wird. Doch zuvörderst sollen wir unsere Flucht vorbereiten, für den Fall, dass sie uns vorher entdecken. Wir bräuchten ein Boot. Jetzt hat einen kleinen Mann im Ohr. Wartet hier. Ich habe es gewusst. Malantunies ist das typische Beispiel eines hasenfüßigen Kapitäns. Er hat ein Rettungsboot direkt unter seiner Kajüte, damit er fliehen kann, wenn es brenzlig wird. Wie verschieden wir doch sind. Ich habe keins. Wer ist denn der angekettete Freund? Keins. Wirklich, das schwöre ich. Bei meiner mangelnden Ehre. Na gut, ich gehe rein. Lösung gefunden, Milady. Jetzt müssen wir uns nur noch um den verborgenen Stern der Unterwelt kümmern. Das ist wunderbar, Monsieur. So werde ich damit beginnen, die Tagebücher von Malantunies zu untersuchen. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit überall umschauen, wo ihr möchtet. Gewiss werdet ihr hier und da fündig. Ja, aber er hat doch gesagt, ich werde hier wachen, bis ihr da rauskommt. Was ist denn da raus? Das ist doch wahrscheinlich hinter der Tür oder so. Und er denkt, da redet jemand hinter der Tür. Ja, hier ist ein Schwert. Mein Arzt hat mir verboten, Schwerter zu benutzen. Also, nein. Du bist ein scheiß Arzt. So. Hallo, Vögelchen. Ah, ich bin der gefiederte Hund. Hallo, gefiederter Hund. Wo versteckt Malantunies den verborgenen Stern der Unterwelt? Ah, ich bin der gefiederte Hund. Rein, Lügner. Willst du etwas zu essen, hübsches Vögelchen? Bah! Geh nach Hause, Trunkenbold! Trunkenbold! Ich bekomme plötzlich große Lust, ein zartes Hühnchen zu verschlingen. Ah! Julienne-Suppe! Das hat er auch gesagt. Das hat er auch gesagt. Das hat er auch gesagt. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin der gefiederte Hund. Möge man dich ausstopfen, Hühnchen. Ah, bringt mir einen neuen Krug. Einen Krug, Krug, Krug. Pah, dieser Vogel ist dumm. Oder aber er versteht sich. Ja, Brian, du Idiot. Da ist Brushian. Er stellt sich dumm. Er stellt sich dumm.